Hey, hey, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine weitere Folge Brick Rigs. Oh mein Gott, habe ich viele Sachen im Workshop gefunden, die ich euch heute zeigen möchte. Und wie ihr schon seht, stehe ich vor einem Panzer. Und zwar einem französischen IMX 10RC. Also ich gehe mal davon aus, dass er französisch ist, wegen der Flagge hier. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Neueste Version, gerade aus dem Workshop runtergeladen. Und im Hintergrund seht ihr dieses Riesengerät, den Bunker. SCT 36, den werden wir uns heute mal angucken. Und ihr seht schon, hier vorne gibt es Geschütze, Alarmanlagen und innen drin sieht das Ding auch richtig geil aus. Ist ein mächtiger Bunker, sieht wie groß es ist. Hier daneben habe ich mal ein paar Fahrzeuge hingestellt, wo wir den Panzer gleich mal auschecken können. Aber bevor wir den Panzer auschecken, würde ich sagen, gehen wir mal in diesen Bunker rein. Wir schauen uns mal von außen an. Es gibt, glaube ich, keinen Eingang. Das bedeutet, ich muss mich hier, schlau ich bin, einfach mal reinporten. Das machen wir auch. Zack, und stehen hier drin. Jetzt sind wir im Eingangsbereich. Und ich muss sagen, schon allein durch die Beleuchtung mit diesem weichen, diesem blauen Eislicht, da finde ich total geil. Hier vorne haben wir zwei Knöpfchen. Die machen wir aber erstmal gleich an, wenn ich hier drin die Kontrollen ausgecheckt habe. Das ist der Control Room. Oder bevor wir irgendwas machen, laufen wir mal ein bisschen rum und schauen uns das Ganze an. Sieht so aus, als wäre das hier Infirmary. Oh, ich weiß leider nicht, was es ist, aber sieht aus, als wäre das eine Art Krankenstation, oder? Hier haben wir einen Computer, einen Mülleimer. Ist das eine Tür? Oh, oh. Hallo, Switch? Ich komme nicht mehr, ich habe mich eingesperrt. Sehr gut, alles klar. Hier haben wir ein bisschen Blut am Boden. Okay, auch nicht schlecht. Dann hier diese typischen OP-Tische, die man erkennt. Zum Glück keine Leute. Hier steht hier, clean up the blood on the floor. Piep, 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 piep. Okay, ich sollte vorne das Blut wegmachen. Das tut mir leid, aber dafür fühle ich mich nicht befugt. So, wie komme ich jetzt wieder raus? Switch mag er nicht. Dann machen wir einfach den alten Trick. Wir porten uns raus. Der mag nicht, der Switch, ne? Nee, ist egal. Gut, wir schauen hier mal in die Ecke. Oh mein Gott, das ist ein McDonald's. Das sieht aus wie ein McDonald's. Guck mal, Order hier. Ich weiß ja nicht, ob ihr bei euch in der Stadt auch schon diese Order-Systeme habt. Bei uns zumindest gab es die von einem Jahr im McDonald's. Und gibt es auch ein lustiges Video, ich schweife gerade ein bisschen ab. Aber da haben Leute kostenlos bestellt, weil sie einen Bug ausgenutzt haben. Auch sehr witzig. Findet man auch auf YouTube bestimmt. Was haben wir denn hier? Today's Special. Artificially Grown Brick Macs und Brick Flurries. Okay, ich weiß nicht, ob ich mit diesen Robotern irgendwas machen kann. Ich denke aber nicht. Auf jeden Fall alles automatisiert. Sehr geil gemacht. Auch die Idee allein schon, hier so eine Art Brick-Mac-Laden reinzupacken. Total geil. Dann haben wir hier auf der rechten Seite, wie gesagt, die Krankenstation, deren Tür ich nicht mehr aufkriege, warum auch immer. Gibt es noch andere Tasten? Ah, Q. Naja, Q und E, Ralf. Ne? Wieder was gelernt. Wir schauen mal hier in die Ecke. Da ist, okay, ist einfach nur eine Ecke. Good job, Ralf. Hier die Glasfenster zum Kontrollraum. Viele, viele Knöpfe, die wir gleich ausprobieren werden. Hier vorne ein paar Kisten. Die sollten wir vielleicht mal hier irgendwo anders hinstellen. Ah, da, perfekt. Gut aufgeräumt, gute Arbeit, Ralf. Dann haben wir hier drüben den Bedroom, wo wir schlafen können. Ein Wasserspender, ein Mülleimer wieder. Auch echt schön hier, ne? Guck mal, hier mit euren Kumpels können hier 6 Leute hier, wie viel? Oh Gott, auf jeden Fall, ich kann nicht mehr zählen. Ist mir zu viele Betten hier. Auf jeden Fall viele Leute hier, die hier pennen können. Ja, wer es mag, ne? Dann in der Ecke hier der Fusionsreaktor. Please enter passcode. Piep, 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 piep. Ist 1234 übrigens der Code, falls jemand rein will. Water, Chuck, Refill und Garbage Disposal. Oh, das sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek hier. Ja, zwischen beiden sagen Fluxkompensator. Aber jeder, der Star Trek kennt, würde mich dafür steinigen. Der Warp-Antrieb natürlich. Der Warp-Antrieb. H2O. 37.800 Liter Max. Naja, okay, läuft bei mir. Oh, was ist das denn Feines hier? Water, Chuck, Refill. Drücken wir mal drauf. Oh, oh. Ich sollte vielleicht mal einen Becher nehmen. Haben wir hier irgendwie Water Chucks? Okay, wir haben genug Wasser, ist alles da. Haben wir irgendwo hier Garbage Disposal? Okay, der Mülleimer, den könnte man auch mal wieder lernen. Wo kann ich denn hier einen Wasser? Gibt's hier? Ich meine, ich kann hier Wasser spenden, ne? Seht ihr? Kommt Wasser raus. Auch sehr geil gemacht, ey. Wirklich sehr, sehr geil. Und hier oben haben wir Pumpen, Wasserpumpen. Fluten die den Raum? Seht ihr das? Hier sind überall Wasserpumpen hier oben. Vielleicht weiß einer von euch, wofür die da sind. Ah ja, natürlich. Eine Löschanlage. Das ist eine Löschanlage, falls hier der Reaktor überhitzt. Und die Tür kann ich auch nur von innen zumachen? Ja, wer möchte sich denn bitte im Reaktorraum einsperren? Ich nicht, Leute. Ich auf jeden Fall nicht. Wir schauen mal den ersten Stock hoch. Ein Link zu diesem Bunker natürlich in der Videobeschreibung. Was haben wir denn hier? Water Tower. Ne, was ist das hier? Watchtower. Oh, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, jetzt sind wir hier vorne am Ausgang. Hier kann ich die Kanone bewegen. Okay. Und hier kann ich sie drehen.
Nice, dass die funktioniert. Also es ist wirklich also unglaublich gut gebaut, dieser Bunker. Wir machen die Tür wieder zu, damit es nicht zieht, ne? Dann haben wir hier wieder ein paar Kartons. Storage Closet. Okay, weitere Kisten zum Aufräumen. Sehr gut. Wir gehen mal nach links in den Workshop. So, was haben wir hier denn alles? Ah, was für die Muckis hier in der Hantel. Komm schon, Ralf. Oh, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, sechs. Oh, meine Muckis hier. Und wieder hinstellen. Das war genug Training für heute. Hier, oh mein Gott, was ist das denn? Was haben wir denn hier? Eine Robotic Arm Control. Okay, hier ist ein Roboter, der gerade irgendwie... Warte, kann ich aufheben? Warte, nee, das ist da unten, was ich aufheben kann. Der baut gerade eine Bombe zusammen, was mit so einem Kern... Also, es ist wirklich, sieht, weil es schon so grün strahlt, gehe ich mir davon aus, dass es ein Atomkern ist. Völlig abgefahren. Und das hier neben meinen... Wobei, war das überhaupt eine Hantel für die Muckis? Ich weiß es nicht. Alter, was für ein Rohr ist das denn? That's what she said. Boah, die schlechtesten Witze nur beim Ralf. Ja, Munitionslager, ja, würde ich sagen. Keine Ahnung, warum ich dachte, das wäre eine Hantel. Aber gut. Haben wir die Tür wieder zumachen? Da darf nicht jeder rein. So, dann gehen wir mal... Oh, der Garten, Leute. Passt mal auf. Jetzt wird's richtig schön. Oh. Ach, tief durchatmen. Diese frische Luft hier. Sieht aus wie kleine Sandkästen. Naja, egal. Ein Garten auf jeden Fall. Haben wir auch einen Bunker. Warum auch nicht? Dann geht's hier vorne weiter. Was haben wir denn hier? So eine Art... Oh. Ja, die Couch ist ein bisschen riesig. Im Vergleich zu mir, ne? Also, ich würde sagen... Okay, aber was ein Fernseher hier, ey. Was kann man denn hier gucken? Ist eine Konsole? Gucken wir, was eine Spielkonsole. Und was für ein fetter Fernseher. Respekt. Oh, die Boxen auch, Alter. Was seht ihr passiert? Okay, okay. Hier drüben höre ich noch ein Geräusch. Research Lab, also hier. Oh, auch schön gemacht, ey. Ah, das dreht sich. Guck mal. Defaulty Nuke. Ah, das ist ja geil. Also hier, das ist echt gut gemacht. Also Hut ab. Geht mal auf den Workshop-Link, lasst ein Like da und favorisiert das Ding. Das ist der Hammer, dieser Bunker. Hier also eine Bombe, die eben fehlerhaft war. Die haben sie wieder gesammelt und hier reingestellt. Specimen B206 Bobs, geil. Man weiß nicht, warum er gestorben ist, aber es ist auf jeden Fall ein Schädel hier vom Bob. Dann haben wir hier Specimen N15 Fragment of Nuclear Bomb, also ein Stückchen einer Nuklearbombe. Hier haben wir Specimen Beans. Okay, Test still edible, Fragezeichen. Also Bohnen, radioaktiv verseucht wahrscheinlich. Dann haben wir Wasser hier drin. Und hier drüben haben wir Exterior Soil, also Erdboden. Alles verstrahlt. Was haben wir hier? Specimen A5 Cross Test. Ich habe keine. Was ist das denn hier, ey? Ja, gehen wir lieber raus. Ach, guck mal, was wir alles testen in dem Labor. Unglaublich. Ich werde aber sagen, die Tür machen wir zu. Da soll keiner rein. Dann schauen wir hier drüben nochmal in die Ecke. Hier Watchtower A ist dann die linke Seite, gehe ich mal davon aus. Genau, das ist dann auf der anderen Seite, wo ich gerade gestanden bin. Also schon mächtig, muss ich wirklich sagen. Hut ab. Hut ab. Richtig gut gebaut. Und hier haben wir wieder ein bisschen Storage, ein Washroom. Ach, guck mal. Unser Scheißhaus. Sehr geil. Oh, Klopapier. Ganz wichtig, Leute. Klopapier. Ah, ne, wobei. Ah, was haben wir denn hier? Tür? Ah, da oben ist ein Fernseher. Wie geil ist das denn? Kann ich beim Kacken schön Fernsehen gucken. Und Occupied ist sehr witzig. Ich kann hier sagen, dass es besetzt ist oder nicht. Sieht man das auch von außen? Ja, ist einfach rot. Wenn ich das ausmache, ist aus. Ne, ist schon wirklich ey, Wahnsinn. Schon allein nur dieser das Scheißhaus auf Deutsch gesagt, ja, ist eine sehr geile Idee. Hier wieder ein Storage Room. Oh mein Gott, das liegt hier denn alles rum. Aber wieder mal eine Bombe. Do not touch. This bomb is disarmed. It's also heavy and we don't want to put it on the shelf again. Also wir sollen die Bombe da nicht rausnehmen, weil die super schwer ist und die haben keinen Bock, die wieder ins Regal zu stellen, weil es einfach super schwer war. Wir haben ja Ersatztoiletten. Ich frage mich, warum in dem Bunker... Na okay, wo willst du denn die sonst herkriegen, ne, im Notfall? Aber gut, nicht schlecht, nicht schlecht. Wirklich coole Sachen hier. Auch Computerteile, ein paar Bomben. Es ist also... Hut ab, wie gesagt, und Garage Cleaning Gas. Aber gut, wir haben da unten noch ein paar Knöpfchen, Leute, die wir drücken werden. Die will ich unbedingt mir angucken mit euch. Dann gehen wir die Treppe wieder runter. Und hier in den Kontrollraum. Also wirklich top. So, die Computer hier auf der linken Seite haben Knöpfchen. Hier steht auch, Bunker ist das State-of-the-Art Shelter Design. Also die Greetings TXT. So geil gemacht, so gut gemacht. Auch die Tastatur, sieh es mal rein. Schon der Aufwand, den man da machen muss. Zumindest keine, ist eine QWERTY-Tastatur sogar. Guck mal, verrückt. Okay, wir haben hier Lichter. Das heißt, es wird alles hell, wie ihr sehen könnt. Das sind die Lichter am Rand hier. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, was diese Dinger da oben sind, die ich übergesehen habe. Aber es sind einfach Lichter. Die brauchen wir aber nicht, die machen wir wieder aus.
Dann haben wir Fusion Reactor Fire Suppressor. Also da denke ich mal, das sind diese Wasserpumpen, die wir an der Decke gesehen haben im Reaktor. Und die Tür machen wir mal auf. Ah, falsche Tür zugemacht. Und zwar werde ich die Main Door aufmachen. So, jetzt geht da vorne nämlich die Tür auf. Also, warte mal, ich muss wahrscheinlich den Knopf wieder drücken. Mal gucken. Nö. Das Geräusch bleibt anscheinend da. Dann fahren wir mal mit unserem Panzer hier rein. Ah ne, ich weiß, woher die Geräusche kommen. Das sind die Lichter da oben, weil sie sich drehen. Okay, einmal rein in unseren Panzer. Oh, da muss ich echt aufpassen. Oh, shit, Kamera, hallo? Kamera, da sind wir zu Hause. Da muss ich echt aufpassen, weil die Antennen hier ziemlich hoch sind. Wir machen die Tür vorne mal wieder zu, damit uns keiner beobachtet. Ja, jetzt sind die Lichter auch wieder aus, das Geräusch ist weg. Hier auf der linken und auf der rechten Seite haben wir so eine Art Lift. Passt mal auf. Und zwar Vehicle Lift. Wie geil ist das denn, oder? Wie geil ist das denn? Jetzt gucken wir mal, ob wir mit unserem Panzer da drauf fahren können. Wobei ich glaube, da er rückwärts drauf fahren sollte. Oh! Ja. Ich glaube, ich sollte dem mal Gott mitgeben. Gucken, ob wir jetzt kollidieren mit unseren Antennen. Ja, nur ein kleines bisschen. Sorry für den Kamerawinkel, aber es ist hier drin ein bisschen eng alles. Okay, die Teile, die sollten wir vielleicht damit reintun. Ja, nicht, dass man denkt, ich wäre hier unordentlich oder so. Jetzt habe ich das Teil wieder aufgehoben, das wollte ich gar nicht. Nehmen, reinschmeißen, nehmen, rein damit. Ah ja, noch eine Sache, die ihr vielleicht auch gerade gesehen habt, die ich gar nicht angesprochen habe. Es gibt auch eine Abgasanlage, auch sehr geil gemacht. Was ist das denn für ein Teil? Warum kriegst du das nicht hier weg? Egal. Und zwar gibt es eine Abgasanlage, hier oben rechts. Voll nice, oder? Und jetzt fahren wir das Ding mal wieder hoch, würde ich sagen. Ciao, Panzer. Mach's gut. Schön, dass du da warst. Hammer. Ei, abs... Was ist denn jetzt passiert? Ich hätte irgendwas kaputt gemacht an meinem Panzer? Habe ich die Decke kaputt gemacht? Nö, sieht eigentlich ganz gut aus. So, die Abgasanlage machen wir wieder aus. Und wir machen das Tor wieder auf. Also, wirklich bombastisch. Was für ein geiler Mod hier. Was für ein richtig geiler Workshop-Mod. So, haben wir vorne die Tür wieder aufgemacht. Steigen wir in unseren Panzer ein. Fahren hier mal raus wieder. Also, wie gesagt, absoluter Hammer, dieser Bunker. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Panzer so machen können. Wir haben hier natürlich die Möglichkeit, den Turm zu drehen. Und gehen mal in die Ego-Perspektive. Und schieß mal auf die Ziele. Funktioniert schon mal prima. Ah, hier nochmal. Target Practice, Leute. Also die hauen auch ganz schön rein hier, muss ich sagen. Den Fahrzeugen geht es danach nicht mehr so gut. Oh. Da habe ich ein bisschen drüber geschossen. Also auch... Oh, Alter, was ist das denn für eine Ansicht? Achso, das war das Geschütz, ne? Und hier ist, glaube ich, Innensicht vom Fahrzeug. Da sieht man ja gar nichts. Okay, die können wir mal vergessen. Wir drehen unseren Turm mal wieder. Also auch wirklich, ich muss sagen, ein unglaublich geiles Fahrzeug. Bin schwer begeistert von dem Bunker und dem Panzer. Muss man wirklich sagen. Also einwandfreie Leistung hier. Auch ein Panzer natürlich geschützt. Da passiert nichts, wenn ich da drauf schieße.
Also eigentlich alles so, wie man sich das wünscht. Die ganzen Lichter, die Beleuchtung und so, die erspare ich euch jetzt mal. Ich wollte euch ja den Bunker zeigen. Und der Panzer war so ein kleines Gutzi. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Blickwegs-Folgen. Mir persönlich macht es aber sehr viel Spaß, euch solche Mods zu zeigen, ein bisschen rumzuballern und vielleicht gibt es auch bald wieder Multiplayer. Mal schauen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, wünsche euch eine gute Zeit. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und checkt doch mal in Discord aus. Werbung kommt jetzt. Huja! Wolltet ihr schon immer mal auf einen geilen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern? Supergeile Kategorien, richtig viel los. Kommt vorbei, Link hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. We'll be right back.